Ich denke auch, ein wenig Geduld ist angebracht und jeder, der jetzt geimpft wird, ist einer, der weniger angesteckt werden kann und der weniger vielleicht den Virus auch an die Mitmenschen verbreiten kann. Ja, das Thema AstraZeneca ist ein interessantes. Viele Bundesländer haben inzwischen die Impfung für AstraZeneca zumindest freigegeben, auch für unter 60-Jährige auf eigene Verantwortung in Abstimmung mit dem Arzt. In Nordrhein-Westfalen hält man leider noch an der 60er-Regelung fest, da ist man noch nicht so weit. Einige sagen, das macht man nur deswegen in den anderen Bundesländern, weil AstraZeneca ja ein Ladenhüter sei, den man gar nicht möchte. Ist AstraZeneca ein Ladenhüter? Also das haben wir hier nicht erlebt, dass AstraZeneca ein Ladenhüter ist. Wir haben ja die 420 Impfdosen nach Ostern direkt in den Hausarztpraxen und Facharztpraxen in Hövelhof verimpft. Und wir haben in der vorletzten Woche als Hausärzte auch AstraZeneca bekommen. Wir haben 50 Impfdosen bekommen, also 5 Vials à 10 Impfungen. Wir haben eine Liste gehabt mit über 70 Astra-Willigen, die wir abtelefoniert haben. Wir haben auch aus den 5 Dosen 55 Impfungen rausbekommen. Die Nachfrage nach AstraZeneca ist groß. In der Gruppe der unter 60-Jährigen muss man ein Beratungsgespräch führen. Man muss in die Diagnosen gucken, man muss eventuell auf Laborwerte gucken. Aber auch da gibt es genug Menschen, die sagen, okay, ich habe familiär nichts, ich würde den nehmen. Das Gleiche wird uns bei Johnson & Johnson, der ja in Italien auch erst ab 60 zugelassen wird als Vektorimpfstoff, auch passieren. Man muss beraten. AstraZeneca ist ein guter Impfstoff. Wir haben bei den 420 plus 50 Impfungen überhaupt keine Probleme erfahren.